Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute mal außer der Reihe ein Tabletop, ein Tischfummler-Video. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Heute das Bembur von Midgards Messer. Ja. das hier ist jetzt ein Prototyp, der wird bei Concept hergestellt. Oder wurde von Concept hergestellt. Der Dirk Hoffmeister macht ja immer erstmal seine Prototypen im 3D-Drucker. Und ja, und wenn die dann richtig in Serie gehen und ich dann mal so ein Projekt kannst du kaum alleine stemmen. Der macht es ja nur immer zu Hause in seiner Garage oder Kellerwerkstatt, ich weiß das nicht so genau. So, kommen wir erstmal zu dem Messer selber. Das Bembur ist ein Messer aus CPM D2. Also pulvermetallurgisch hergestellter D2-Stahl, der ist reiner. Und dementsprechend dadurch, ich packe mal hier die Beschreibung von CPM D2 rein. Die ist von so einer Knife Steel App. Das Bembur hat den CPM D2-Stahl deswegen, damit es durch diese pulvermetallurgisch hergestellte Komposition kommt es zu einer größeren oder höheren Reinheit und einer höheren Verschleißfestigkeit, also Schnitthaltigkeit. Was mir persönlich sehr gut zusagt. Ich bin zwar nicht immer so ein Fan von CPM-Stellen. Das heißt nicht, dass ich die nicht mag, sondern viele Messermacher benutzen diesen Stahl, um ja, das Messer preislich in die Höhe zu treiben. Liegt aber jetzt nicht beim Dirk so, sondern ist der Tatsache geschuldet, dass dieser Stahl gerade für ihn verfügbar war. Und ihm, seht ihr das hier? Das ist ja fast wie Flipflop. Dass ja, er seinen Ansprüchen entspricht. Ja. So, limitiert auf 200. Lieferbar ab Weihnachten. Und ist aber jetzt schon im Webshop vorzubestellen. Guckt euch das an. Jetzt wird der ein oder andere sagen, das trägt aber nicht die Handschrift vom Dirk. Doch, das trägt sie sehr wohl. Da, die Schweißrille. Ohne Quatsch. Entschuldigt bitte, ich bin ein bisschen verschnupft. Nein, kein Corona. Habe auch heute irgendwie nur halbherzig auf der Arbeit meinen Job gemacht, was sonst gar nicht mein Ding ist. Na, ihr hört's ja. Guckt euch mal das an hier. Das ist übrigens 6AL4V Titan. Das ist wie Flipflop. Seht ihr was? Wie sich die Farbe ändert? Wahnsinn, ne? Auch die Achsschraube ist anodisiert und zwar zweifarbig. Seht ihr das hier? Könnt ihr sehen? Ja? Die ist zweifarbig. Wahnsinn. Also hier ist er eher bläulich und innen drin. Man kann es ein bisschen schlecht sehen. Mal gucken, warte mal. Zack. Seht ihr es jetzt? Ja. Na, jetzt seht ihr es. Es ist ja, Two-Tone Finish. Wahnsinn. Der Framelock, ne? Wir haben hier einen Overtravel Stop. Ja, seht ihr es hier? Naja, das ist, warum ich so zum Beispiel Tabletop eher weniger mag. Aber bei manchen Dingen, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass ich das draußen auf der Straße oder auf dem Waldweg oder so immer zeigen würde, dieses Messer. Das kommt hier auf die Details an. Wahnsinn, Wahnsinn. Overtravel Stop. Ja. Der verhindert auch, dass der Liner oder der Frame weiter rüber wandert. Wir sehen aber auch hier, das ist auch schon sehr elegant gelöst, indem hier praktisch wie ein Bogen, seht ihr das hier? Wie ein Bogen darüber gezogen wird. Wow, Dirk, das ist mal Handwerkskunst. Dann holen wir mal unsere Waage. Wo ist denn hier Tara? Neue Waage extra für die Videos gekauft. Und was ist?
Biest, Luder. So. Die ist aber auch schon sehr empfindlich. 208 Gramm. Ja? Seht ihr das? Boah, ist die nervös. Heiliger. Aber die ist sehr, sehr cool. Die kannst du in der Küche dann noch irgendwie an so einem Regal aufhängen. Das ist cool. Und jetzt gucken wir mal über die anderen Daten. Heute ist es übrigens ein fürchterliches Gewackel. Ich teste gerade ein neues Stativ. Ein selbstgebautes. Wir haben eine tatsächliche Schneidenlänge von 10 cm, wenn man den Bogen mitberechnet. Ja. Wenn man es natürlich quer drüber zieht, haben wir auch 10. Und das ist meistens der richtige Punkt. So, wir haben eine Klingenstärke von 5 mm. Wahnsinn. Die Gesamtlänge von 21,4. Das sieht einem doch echt die Schuhe aus, oder? Wahnsinn. Ja, wie gesagt, ich bin heute nicht so ganz auf der Höhe. Den verschließt hier bombensicher. Wahnsinn. Zack. Und der Detent. Seht ihr das? Der Detent hier beim Kugellager. Der Detent, der greift dermaßen die Klinge hier rein, dass man es kaum schafft, die mit zwei Händen, mit einer Hand zu öffnen. Muss man schon ein bisschen fummeln. Meine Nase geht gerade komplett dicht. Jetzt dieses Wochenende auch nur im Bett verbracht. Deshalb kamen jetzt auch ein paar Tage keine Videos. Samstag, Sonntag, weil ich war echt fertig. Echt im Eimer. Und nochmal, nein, kein Corona. Kein Corona. Das Bimbur ist gehärtet auf 61 Rockwell. Der Backspacer und der Clip sind auch aus Titan. Hier seht ihr, dass die Anodisierung unterm Clip anders ist als hier. Gibt einen sehr schönen Kontrast, gefällt mir sehr gut. Lanyard, Durchführung, klasse. Im geschlossenen Zustand macht es keinen so stimmigen. Sieht es nicht so stimmig aus, wie wenn es geöffnet ist. Seht ihr es? Wisst ihr, was ich meine? Aber gut, ich sag mal, das ist ein Messer. Wenn du es schon in deiner Vitrine präsentierst, dann hast du es offen und nicht zu. Wer macht denn sowas? Kommt hier in so einer lustigen Pappschachtel von Concept. Zack. 200 Stück. Ja. Dirk, nicht, dass es hier noch auf dem Weg zu dir verloren geht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Darf man sich ja gar nicht vorstellen. Das ist Wahnsinn, das Messer. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Moment. Hol ich mal ein paar Kameraden zum Vergleichen raus. Erinnert ihr euch noch? Ja, ich weiß, es ist bekloppt, aber ich liebe so große Dinger hier. So. Von PMP Knives. Wahnsinn! Ja, und Titan, ist es dekadent? Nein, Titan ist nicht dekadent, es ist ein Werkstoff. Ja. Nein, bitte keine Fragen, ob ich irgendwas davon verkaufen möchte. Nein. Ich hänge an meinen Messerlies. Von der Länge her, ja. Würde das hier wahrscheinlich eher passen. Der Berserker, seht ihr mal? Bremen benutzt seine Messer und die sehen danach nicht mehr so schön aus manchmal. Wahnsinn. Ein Panzer vom Herrn. Ja.
So, dann packen wir mal hier die Schnuggis auf Seite und konzentrieren uns wieder nur auf das Bömbur. Saugt sich echt an. Ne? Zack. Aber mit Schmackes, zack, kommt das dann auch raus. 200 Gramm, 205 oder was war das jetzt? Ach, das ist doch für so ein Messer nix. Stonewashed, Entschuldigung. Jimping ist mäßig aggressiv. Hier haben wir noch so ein Little Beauty Durchbruch. Das ist Kosmetik. Tolles Ding. Heute mal übrigens ganz ohne Primborium. Ja, ich will das Video heute mal ganz simpel halten. Ich gebe mir sonst immer sehr viel Mühe, das wisst ihr. Das kostet mich auch sehr viel Zeit. Im Augenblick fehlt mir die Kraft nicht so ganz. Ich bin echt down. Ich bin erschöpft. Ich freue mich schon auf den Urlaub mit Frau Brehm. Läuft echt toll. Also für einen Prototypen haben sich alle Mühe gegeben. Erinnert ein bisschen an das hier, so ein bisschen an das Neckmuck und das Leduc. Aber das ist mit Sicherheit keine Absicht. Trotzdem sehr schön. Gefällt mir gut. Dirk, Volltreffer. Alles richtig gemacht. Also, Link packe ich in die Beschreibung, denn das Schnuggi ist jetzt schon in der Vorbestellung zu ordern und wird dann wohl so in der Weihnachtszeit ausgeliefert. Ja, ich sage danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wie immer gilt, tschüss, Mario, schwenkt tot, tschüss ab und schwenkt die Kap. Hehehehe.